gehe schnell zum Hofladen. Ich will nämlich noch einen Kuchen backen und brauche dazu noch Eier und Milch. In Ordnung. Mädels, ich bin kurz beim Hofladen. Okay, Mama, Anna und ich spielen Geheimagenten. Und Pippi ist auch eine Agentin. Schau mal, sie hat sogar einen Fallschirm. Wow, toll. Pippi ist aber mutig, wenn sie sogar Fallschirm springt. Ja klar, als Geheimagentin muss man mutig sein. Also bis gleich. Tschüss. Tschüss. Die haben hier aber richtig viel Geld in der Kasse. Da kommt mir doch gleich eine super Idee. Die könnte ich mir doch einfach klauen. Das hat ja prima geklappt. Aha. Ja, ich hab's geschafft. lecker. Das nehme ich auch noch mit. Das ist ja so praktisch mit dem Selbstbedienungsladen. Und es ist immer alles ganz frisch vom Bauernhof. Was ist denn hier passiert? Da hat doch jemand den Automaten aufgebrochen. Alle Regale sind leer. Das sieht nach einem Überfall aus. Ich rufe schnell Martin an. Volltreffer. Polizei Hausach, Kommissar Overbeck. Hallo Martin, ich stehe gerade beim neuen Hofladen und stell dir vor, der Automat ist aufgebrochen. Was? Das ist ja mal wieder was. Auch die Gemüseregale sind leer. Das sieht nach Diebstahl aus. Ich mache mich sofort auf den Weg. Okay, ich warte hier auf dich. Agentin Pippi ist bereit für ihren Einsatz. Ich bin gespannt, ob sie mit dem Fallschirm wirklich fliegen kann. Gleich werden wir es sehen. Achtung, Pippi, mach dich bereit zum Absprung. Und los! Hast du das gesehen, Anna? War das Manni Mütze? Pippi ist weg. Meine Pippi sitzt im Anhänger von Manni Mütze. Das ist ja fürchterlich. Was machen wir denn jetzt? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sie retten. Papa, wir müssen zu einem dringenden Agenteneinsatz. Ich weiß, wo Manni Mütze wohnt. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist eine Riesenfrechheit. Der Automat war ganz neu. Was wurde denn gestohlen? Im Automat waren Milchtüten. Das Geld darin ist weg. Die Kasse wurde geklaut. Und Eier, Karotten, Lauch hat der Dieb wohl auch noch mitgenommen. Okay, ich habe alles notiert. Wir haben bisher noch keine Hinweise auf den Täter gefunden. Überprüfen Sie die ganze Umgebung. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ist gut, vielleicht hat er ja bei der Flucht irgendetwas verloren. Ja, richtig. Sobald wir mehr wissen, informiere ich Sie. Ich gehe dann auch mal wieder nach Hause. In Ordnung. Vielen Dank erstmal. Bis bald. Tschüss. Da drüben ist er. Hä? Was ist denn das hier? Pippi! Wir müssen sie holen. Pippi, jetzt bist du in Sicherheit. Bin ich froh, dass ich dich wieder habe. Und jetzt schnell nach Hause. Das war jetzt was, ich kann dir sagen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Von Manni Mütze. Was? Von Manni Mütze? Ja, wir mussten Pippi retten. Pippi ist bei ihrem Agenteneinsatz direkt in Manni Mützes Fahrradanhänger gefallen. Ach du meine Güte. Wir sind schnell zu Manni Mützes Haus gerannt. Und dort hat Manni gerade Pippi auf den Gehweg geworfen. Ein Glück, so konnten wir sie holen. Da konnten wir sie doch nicht im Stich lassen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn wieder mal so etwas passiert, dann geht bitte nicht alleine los. Kommt besser gleich zu mir und dann lasst mich das machen. Okay. Gut, dass du Pippi wieder hast. Ja. Ausgerechnet bei Manni Mütze. Heute ist wirklich ein verrückter Tag. Hast du eingekauft, Mama? Nein, ich konnte nicht. Der Hofladen wurde ausgeraubt. Ich musste Martin anrufen und auf die Polizei warten. Deshalb war ich so lange weg. Was? Ausgeraubt? Wer macht denn sowas? Ich weiß auch nicht. Leider habe ich jetzt immer noch keine Eier und keine Milch. Mama, Pippi stinkt total. Und hier ist sie ganz klebrig. Wir müssen sie waschen. Puh, ja, riecht irgendwie nach Zwiebel. Und das Klebrige könnte Ei sein.
Am besten du badest sie gleich mal in der Puppenbadewanne mit viel Seife. Mama, ist das nicht komisch? Der Hofladen wird überfallen und meine Mütze fährt vorbei? Naja, also nur weil er hier vorbeifährt, kann man ihn nicht beschuldigen. Ja, stimmt. Aber es kommt mir trotzdem komisch vor. Meine Mütze hat es irgendwie so eilig. Und wenn Annas Puppe nach Zwiebeln riecht und Ei daran klebt, dann muss er ja sowas im Anhänge gehabt haben. Werden denn beim Hofladen Eier und Zwiebeln verkauft? Also Eier auf jeden Fall. Und Zwiebeln? Das weiß ich jetzt nicht. Aber Lauch. Die Bäuerin hat angegeben, dass vermutlich Lauch geklaut worden sei. Lauch riecht ja ähnlich wie Zwiebeln. Ja. Allerdings könnte Manni auch einfach einkaufen gewesen sein. Vorsichtshalber können wir ja nochmal mit Martin sprechen. Hallo Onkel Martin, ich habe etwas beobachtet. Das sind ja wirklich interessante Dinge. Vielen Dank, Lena. Das werde ich überprüfen. Tschüss. Tschüss, Onkel Martin. Also Manni war eilig mit Gemüse und Eiern unterwegs? Das ist ja ein bisschen verdächtig. Wir sollten ihn mal ein bisschen im Auge behalten. Allerdings. Wir benötigen jetzt unbedingt noch mehr Informationen. Die Milch muss in den Kühlschrank, Manni. Da ist aber kein Platz. Warum hast du auch so viel davon mitgenommen? Das ist doch völliger Blödsinn. Das können wir doch gar nicht alles essen und trinken, bevor es schlecht wird. Ich will schließlich nicht den ganzen Tag Grünfutter essen. Wenigstens hast du auch ein bisschen Geld mitgebracht. Ha, da kommt mir aber eine Idee. Das versuche ich jetzt loszuwerden. Ich muss jetzt halt doch noch zum Supermarkt fahren. Da wird um diese Zeit zwar unglaublich viel los sein, aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Wollt ihr mitkommen? Ja, ich komme mit. Ich auch. Pippi muss jetzt sowieso erstmal trocknen. Mama, dort ist auch ein Verkaufsstand. Schau mal. Oh, der scheint neu zu sein. Ich halte mal an. Super, hier gibt es auch Eier und Milch. Das Geld muss man einfach in diese Kasse werfen. Das Geschäft läuft fantastisch. Dann hat sich die Sache ja doch gelohnt. Mama, schau mal, das hier unten ist ein Fahrradanhänger. Ja, das ist der von Manni Mütze. Seid ihr sicher? Ja. Ja, ich erkenne ihn an den Aufklebern. Wir tun so, als ob wir nichts bemerkt haben und gehen wieder ins Auto. Bestimmt verkauft ihr Manni die gestohlenen Waren. Wir müssen Onkel Martin anrufen. Ja, das mache ich sofort. Ich fahre nur ein Stückchen weiter. Mal sehen. Ich kann niemanden entdecken. Manni hat einen Verkaufsstand aufgestellt und verkauft Gemüse, Milch und Eier. Was? Und wo? Am Ortsausgang von Hausach. Dieser Mistkerl. Ich komme sofort vorbei. Frische Eier. Gibt es hier auch Kaffee? Oh nein, schade. Das gibt es ja nicht, Overbeck. Ist er mir etwa schon wieder auf der Spur? Da war doch gerade etwas. Da hinten. Hallo, ist da jemand? Nichts wie weg hier. Oh, was? Ich brauche Verstärkung. Hinterher. Das glaube ich ja nicht. Halt, Manni. Nein. Zugriff! Haben wir dich endlich! Du bist festgenommen. Ach, Mann! So, rein mit dir, Manni. Ich brauche hier einen Abschleppwagen. Ach, dieser Manni. Zum Glück ist nur der Reifen kaputt. Vielen Dank, Kinder, dass ihr uns auf die Spur gebracht habt. Das habt ihr sehr gut beobachtet. Eigentlich war das Püppi. Sie ist eben eine richtig gute Geheimagentin. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!